mehr daran denken, dass Excel, jede Berechnung, alles, was automatisch sein sollte, beginnt mit Gleichzeichen. Und jetzt, wenn ich das 2,5 Kilo Orangen mal 2,95 berechnen will, so kann ich klicken auf die Zahlen und wenn ich Enter klicke, kommt das Resultat. Natürlich genauso gut könnte ich einfach das von Hand. Problematisch ist einfach, wenn ich hier jetzt 3 nehme, dann passt sich solche Berechnung. Hätte ich jetzt hier, ich mache zurück auf 2,5, hätte ich von Anfang an so gerechnet, zack, mal, zack, hätte, dann passe ich die Menge an, passt sich total automatisch an. Ein weiterer Vorteil ist, wenn ich das berechnet habe, einmal, hier in der rechten Ecke unten Doppelklick machen und zählen und die Resultate berechnen. Die Berechnungen werden da fortgesetzt bis zur ersten leeren Zeile, also so weit in die Tabelle. Jetzt, das sind simple Berechnungen, Gleichzeichen, das plus das oder das minus das, das mal das, das geteilt durch das. Jetzt aber, manchmal brauche ich ein bisschen. Ich brauche Summen. Und jetzt natürlich könnte ich machen das plus das plus das plus das. Aber das ist sehr anstrengend und langweilig. Ich klicke auf da, wo ich Summe haben möchte. Ich gehe in die Registerkarte auf Auto Summe. Es kommt Summe von diesem Bereich automatisch markiert. Ich kann das mit Maus korrigieren, anpassen. Jetzt muss ich berechnen, diese Summe mal 10% Rabatt. Das ist nicht so viel. Und jetzt kann ich Endsummen berechnen, das ist das minus. Und jetzt habe ich ein Problem, jetzt muss ich halt so nebendran klicken. Kalkulatorentasten, das minus das. So viel macht. Wie man Zellen formatiert. Das haben wir schon gelernt. Voilà. Und das ist Endresultat.